Das Universum. Es ist nicht statisch, sondern entwickelt sich die ganze Zeit und wächst in alle Richtungen. Es dehnt sich also aus und das hat man schon vor fast einem Jahrhundert herausgefunden. Aber nicht bei gleichbleibender Geschwindigkeit, denn je mehr Zeit vergeht, desto schneller dehnt es sich aus. Und das heißt, dass sich Sterne, Planeten und Galaxien immer weiter wegbewegen und der Raum zwischen ihnen wird größer. Dann müsste doch das Universum kälter werden, oder? Schließlich war es beim Urknall viel kompakter und viel heißer. Während sich das Universum ausdehnte, kühlte der Raum ab und schuf so die Voraussetzungen für die Entstehung von Planeten, Sternen und anderen Weltraumobjekten. Aktuell ist das nicht der Fall. In der Wissenschaft war man auch überrascht, dass unser Universum immer heißer wird. Man verglich die Temperatur von kosmischem Gas, das weiter von der Erde entfernt ist, mit jungen Gasen, die näher an der Erde sind. Du weißt, dass wir die Entfernung im Weltraum in Lichtjahren messen. Und das bedeutet, dass weiter entfernte Gebiete wie eine Reise in die Vergangenheit ist. Und bei näheren Gebieten blicken wir in die Gegenwart. Durch diese Beobachtungen fand man heraus, dass die Temperatur des kosmischen Gases in den letzten 10 Milliarden Jahren um das Zehnfache gestiegen ist. Die Temperatur des kosmischen Gases, das im ganzen Universum verteilt ist, hat die 2 Millionen Grad Celsius-Marke erreicht. Wow. Das Universum dehnt sich also aus, aber wir dürfen die Gravitationskräfte nicht vergessen. Sie ziehen Gas und dunkle Materie zusammen, was einige Kraft erfordert. Und daraus entstehen Galaxien und Galaxienhaufen. Aber dieser Prozess verläuft chaotisch ab, so chaotisch, dass sich währenddessen immer mehr Gas aufheizt. Das Weltall war extrem heiß, als es sich vor 13,7 Milliarden Jahren gebildet hatte. Was ist, wenn es nochmal so heiß wird? Keine Panik. In der Wissenschaft beobachtet man die Situation. Man hat erstmal nur herausgefunden, dass die Temperatur im Weltraum gestiegen ist, indem man kosmische Gase gemessen hat, und zwar mit einer Methode, die man Rotverschiebung nennt. Diese Methode nutzt man, um zu sehen, wie weit Objekte im Weltraum von uns entfernt sind. Die, die näher sind, haben kürzere Lichtwellen und je weiter ein Objekt entfernt ist, desto länger werden die Lichtwellen. Und darüber konnte man nun die Temperatur eines Objekts bestimmen. Im Durchschnitt ist der Weltraum aber ein ziemlich kalter Ort. Das Glühen, das vom Urknall übrig ist, wird CMB genannt. Das ist die Abkürzung für den Cosmic Microwave Background, also kosmischer Mikrowellenhintergrund. Der ist so stark und intensiv, dass es das gesamte Universum in Licht taucht. Und es ist das Einzige, das Materie nennenswert aufheizt. Aber es gibt noch viele kleinere Mechanismen, die zur Erwärmung der Materie im Universum beitragen. Und die könnten verrückt spielen, wenn sich das Weltall erwärmt. Zum Beispiel Sterne. Sie senden Strahlung aus, die Staub und Gas in der Nähe beeinflusst, weil sie in Ferninfrarot strahlen. Wenn sich ein Stern im Anfangsstadium befindet, bildet die von ihm ausgehende Strahlung protoplanetare Strukturen, die wie Scheiben aussehen. Der helle Zentralstern erzeugt ein spektakulär leuchtendes Gas und dieses Gas reflektiert in Blau. So war es auch bei der Erde. Planeten entstehen durch starke Energie- und Gravitationskräfte, die Staub und Gas zu einem unkontrollierten Wirbel kollidieren lassen. Deshalb kreisen auch die meisten Planeten in unserem Sonnensystem in dieselbe Richtung. Das ist nämlich die Richtung, in die sich dieser riesige Strudel vor langer Zeit gedreht hat. Aktive Sterne, kollidierende Galaxien, stellare Kataklysmen, schwarze Löcher, Neutronensterne – das Universum hat so viele Energiequellen. Und wenn im Weltraum normale Materie in so einer energiereichen Umgebung ist, heizt sie sich auf. Und wenn sich etwas aufheizt, dann strahlt es diese Energie auch ab. Wir wissen bisher nur von ein paar Bereichen, in denen sich Sterne bilden, also da, wo das Gas kollabiert. Eine Blase, die diesen Bereich umgibt, enthält ionisierten Wasserstoff. 3/4 unserer Sonne bestehen übrigens aus Wasserstoff. Ohne ihn könnte sie uns auch nicht wärmen. In ihrem Kern wandelt sich Wasserstoff in Helium um und verursacht eine Kernfusion, womit sie ihre Energie freisetzt. Diese Strahlungsenergie erhitzt das Gas auf tausende Grad. Gleichzeitig ionisiert sie Atome und Moleküle. Das heißt, sie wandelt sie in Ionen um. Dazu musst du noch wissen, dass Atome neutrale Teilchen sind und Ionen entweder negativ oder positiv geladene Teilchen. Wenn sich das Universum aufheizt, dann gilt das doch auch für unsere Sonne. Wenn ihre Temperatur 30.000 Grad erreicht, könnte sie heiß genug werden, um alles Material zu ionisieren, das sie zuvor ausgestoßen hat, und dann könnte ein planetarischer Nebel entstehen.
Dabei handelt es sich um einen ringförmigen Nebel, der sich durch das ausdehnende Gas vom alternden Stern bildet. Da die Temperatur stetig steigt, wird Wasserstoff ionisiert. Und bei ein paar tausend Grad mehr könnten die Nebel in unserem Sonnensystem durch Emissionslinien rosa gefärbt werden. Unsere Sonne könnte untergehen, wenn sie die 50.000 Grad Celsius-Marke geknackt hat. Wenn du dich der Sonne im Weltraum nähern könntest, würdest du sie wegen des doppelt ionisierten Sauerstoffs in unheimlichen Grüntönen leuchten sehen. Dann gibt es noch die höher energetischen Phänomene, die dazu führen, dass mehr Galaxien kollidieren, was das Gas noch mehr aufheizt und zu Röntgenemissionen führt. Was ist mit den schwarzen Löchern und den Neutronensternen? Wenn die verrückt spielen, können sie ganze Galaxien formen und wer weiß was noch alles. Vielleicht hätten wir dann auch mehr Maserstrahlung. Das ist eine natürliche Strahlung, die unser Universum produziert. Sie entsteht, wenn große Populationen von Molekülen große Mengen Energie erhalten. Inzwischen hat man den stärksten und am weitesten entfernten Maser gefunden. Der ist so stark, dass er heller leuchtet als das Licht von 6000 Sonnen und das in nur einer Emissionslinie. Vielleicht können wir noch stärkere Maser entdecken, wenn wir noch lange genug da sind. Dazu musst du noch wissen, wenn das Universum immer heißer wird, wird auch die kosmische Strahlung immer stärker. Das ist nicht so gut für uns auf der Erde. Kosmische Strahlung ist nämlich schädlich. Ob dann noch Leben auf der Erde möglich ist oder ob starke Gravitationskräfte unseren Planeten anziehen und in einen anderen krachen lassen, Aber vielleicht würde das Leben, wie wir es kennen, nicht ganz verschwinden. Oder es könnte in einer fernen Zukunft wieder auftauchen. Es besteht die Möglichkeit, dass es Leben in unserem Universum schon in seiner Frühphase gab. Kaum vorstellbar, wenn man an das Chaos denkt, das der Urknall verursacht hat, oder? Aber das war ja nur in den Anfängen. Nachdem sich die Dinge etwas beruhigt hatten, bildeten sich aus den Resten Gesteinsplaneten. In unserem Sonnensystem sind das Erde, Mars, Merkur und Venus. Die anderen sind Gasriesen, also damals war die Strahlung sehr intensiv, wodurch sich die Gesteinsplaneten erst bilden konnten. Wie schon gesagt, es braucht viel Energie, um Staub und Partikel aufzuwirbeln und zu einem Planeten zu formen. Das passierte ungefähr zeitgleich mit der Bildung der ersten Sterne in unserem Universum. Uralte Sterne waren viel größer als unsere Sonne, aber ihre Lebensspanne war auch viel kürzer. An ihrem Ende sind sie einfach als Supernova explodiert. Dabei hinterließen sie Schwermetalle im Weltraum, aus denen sich Gesteinsplaneten gebildet haben. Die Strahlung verteilte sich damals über das ganze Universum und im Laufe der Zeit hat sie sich verändert. Heute hat sie fast den absoluten Nullpunkt erreicht. 400.000 Jahre nach dem Urknall, als sich die Wasserstoffatome bildeten, war der CMB fast so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Und etwa 15 Millionen Jahre nach dem Urknall lag die Temperatur bei angenehmen 27 Grad. All das passierte überall im Universum, also gab es wahrscheinlich schon Planeten, auf denen Leben möglich war. Wenn wir zu einer dieser alten Welten werden, bräuchten wir keinen Stern mehr, der uns wärmt. Der CMB wäre ausreichend. Es ist also möglich, dass das Leben im Weltraum viel älter ist, als wir denken. Es könnte uralte Welten mit flüssigem Wasser auf der Oberfläche gegeben haben, wo auch primitive Formen von Organismen lebten, so wie bei uns. Oder vielleicht haben sie sich sogar noch weiterentwickelt. Eines Tages werden wir es vielleicht herausfinden.